Hallo zusammen, Fujifilm X-T4 Testbericht bzw. erster Eindruck. Gleich der Disclaimer, das ist ein Leihgerät von Fuji Deutschland und das ist ein Vorserienmodell. Wir dürfen keine RAW-Dateien zeigen und wir dürfen auch noch nicht einen Log-Film machen. Die sind offensichtlich noch nicht fertig und das merkt man auch an verschiedenen Stellen, komme ich gleich nochmal drauf. Ich filme jetzt mit der Fuji X-T4 im Eterna-Look, alles sonst auf Standard gestellt, mit Augen, Autofokus, Gesichtserkennung, sodass das heißt, wenn ich mich hier bewege, sollte er sich mich hoffentlich finden und wenn ich mich mal wegdrehe, sollte er mich hoffentlich auch wieder finden. Sebastian steht hinter der Kamera und nickt. So, ich zeige mal ganz kurz, wie die Kamera aussieht und dann geht es ans Testen. Also X-T4, das hier ist die X-T3, die habe ich schon länger, die benutze ich auch regelmäßig. Die benutze ich vor allem dann, wenn ich Ruhe habe, ich gemütlich bin, wenn ich draußen im Garten mit meiner Tochter sitze und sie spielt am Sandkasten und ich will ein paar Bilder machen und ich kann alles ganz in Ruhe einstellen. Dann nutze ich ganz gerne die X-T3, weil generell die Fuji-Kameras, hier, das hier ist die X100T, davor hatte ich die X100, die X-T2 hatte ich schon, die X-E1 hatte ich, die X-E3 hatte ich. Also ich habe eine lange Hassliebe mit Fuji. Sie geben mir halt immer das Gefühl, das sind halt Retro-Kameras, die machen, nimmt man in die Hand und sagt, ach, tolle Kamera, fühlt sich einfach sehr hochwertig an. Und ich kann unheimlich viel einstellen, ganz viele Looks, die ich auch noch konfigurieren kann und so weiter. Also man kann dann, Ronja spielt im Sandkasten und ich kann da sitzen und irgendwie Eterna und Kontrast plus 5 und Schärfe minus 2. Und, also ich kann wirklich tunen und das macht Spaß, das machen sie gut. Und das ist bei allen Fuji-Kameras halt sehr, sehr gut gelöst, dieser Spaßfaktor. Kenne ich sonst von keiner anderen Kamera, diesen Spaßfaktor. Einfach so dieses, vor allem wenn man nicht fotografiert, sondern nur damit, nur damit rumspielt. So, ich fange mal mit dem Body an. Der ist ein Tick größer geworden, der X-T4 gegenüber der X-T3. Das liegt daran, ich habe einen größeren Akku. Der ist physikalisch größer und dementsprechend muss der Griff ein bisschen größer sein, wo das Ding drin ist. Und deswegen ist die Kamera, ich glaube, 80 Gramm schwerer. Ich werde jetzt nicht alle technischen Spezifikationen runterlesen, kannst du selbst nachlesen. Ein paar Highlights. Sucher und Display sind sehr, sehr gut bei beiden Kameras und das Display bei der X-T3 hat 1 Million Bildpunkte und bei der X-T4 hat er 1,6 Millionen. Das heißt, das ist eine ganze Menge. Das heißt, ich kann mehr reinzoomen, ich kann mehr Details sehen, ich kann Bilder einfach besser beurteilen. Das ist auch ziemlich hell, wenn ich den auf hell stelle, sodass ich den auch bei Sonnenlicht sehr gut beurteilen kann. Auch der Sucher ist sehr groß bei beiden Kameras, ich glaube gleich groß, auch sehr hochauflösend. Und bei der X-T4 hat er 3,7 Millionen Bildpunkte. Das ist sehr viel. Das ist das Gleiche, was zum Beispiel die Nikon Z7 hat, von der ich ein Riesenfan bin von dem Sucher. Also da guckst du durch und das sieht besser aus als im echten Leben. Das ist wirklich gut. Vor allem, weil du halt dieses fertige Foto schon siehst, gerade wenn du offenblendig arbeitest oder einen Look drauf hast oder sowas. Dann, es gibt einen zusätzlichen Batteriegriff, den haben wir auch, den haben wir nicht ausgepackt. Ich benutze keine Batteriegriffe. Das ist natürlich relevant, wenn du viel Hochkant machst, dann fehlt dir hier der Auslöser. Das kannst du mit dem Batteriegriff natürlich machen. Und der Batteriegriff bei Fuji hat den Kopfhörerausgang. Den habe ich bei der X-T4 leider nicht. Ich habe nur einen USB-C-Ausgang, wo ich einen Kopfhörer mit Adapter anschließen kann. Das sind so die Adapter, die man ständig nicht dabei hat, wenn man sie braucht. Und als Filmer nutzen wir halt Kopfhörer ziemlich viel. Das ist leider sehr schade, weil es ja eigentlich eine ziemliche gute Videokamera wäre oder ist. Und das ist halt so essentiell, das fehlt leider. Na gut. Dann habe ich neu halt eben das Klappdisplay. Ich kann es nach vorne klappen. Interessanterweise, bei der X-T3 kann ich es hochklappen. So. Das nutze ich super viel, gerade weil ich meine, im Moment, ich kann halt nicht das machen, was ich sonst machen würde. Ich kann nicht reisen und so weiter, wegen Corona. Das heißt, was ich viel mache, ich fotografiere mein Kind und meinen Hund. So, und die sind beide klein. Das heißt, ich sitze mit dem Arsch auf dem Boden und habe die Kamera in Bodenhöhe oder auf Kopfhöhe von meinem Kind oder Hund. Und das heißt, ich fotografiere eigentlich gerne so. Und das kann ich mit der neuen Kamera interessanterweise nicht. Ich bin jemand, der immer sagt, ich will ein Klappdisplay haben. Jetzt habe ich ein Klappdisplay, jetzt jammer ich hätte gerne wieder das alte. Weil jetzt muss ich zur Seite klappen und umdrehen und so weiter. Ich kann nicht beides haben, das ist mir bewusst. Also ich kann gar nicht sagen, welches besser ist. Je nach Situation ist diese Lösung besser oder die mit dem neuen Klappdisplay besser. Ich bin mir sicher, jeder hat so seine eigene Meinung. Also beides ist gut, es funktioniert natürlich gut. Der Vorteil davon ist, ich kann das umklappen, sodass die Rückseite quasi nach außen ist. Wenn ich die Kamera auf den Hals hänge, ich habe halt im Moment häufig eine Hundeleine in einer Hand und mein Kind auf dem anderen Arm und die Kamera hängt mir um den Hals. Und dann kann ich das Display nicht zerkratzen, weil ich kann es halt eben mit der Rückseite nach vorne klappen. Also das nutze ich bei den Kameras, wo ich das kann, sehr viel. Und dann noch Kleinigkeit, der Q-Button. Der Q-Button, der sitzt hier
bei der X-T3, den benutzt man sehr viel, damit geht man in so ein Quick-Menü. Und bei der Fuji benutzt man das sehr viel. Und den habe ich hier sehr griffbereit, sehr gut griffbereit. Und der hat sich neu nach da oben verschoben, offensichtlich auf Kundenwunsch. Persönlich finde ich ihn da schlechter platziert, man kommt schlechter ran. Und die ganze Q-Menü-Bedienung ist sowieso sehr eigenwillig und wird dadurch noch eigenwilliger. Aber es haben sich offensichtlich viele gewünscht, also ist etwas, das mich stört, aber anderen scheinbar gefällt. Griff, um das noch schnell abzuschließen, den Buddy, ich würde einen Zusatzgriff dazu nehmen, das habe ich bei der X-T3, bei der X-T4. Ist der Griff sowieso ein Tick größer, aber immer noch zu klein für meine Hände. Also auch da würde ich immer noch so einen Zusatzgriff gleich dazu bestellen. Ich habe den von Maike, nicht den Original von Fuji, weil der nur ein Viertel des Preises kostet und auch aus Metall ist. Fotografieren mit der Fuji-Kamera. Besonderheit bei Fuji sind halt diese Looks. Das heißt, bei einer normalen Kamera, da habe ich dann Profile, Standardprofil, Landschaft und Schwarz-Weiß oder sowas. Und bei Fuji habe ich halt diverse Filmsimulationen. Das ist eine der Stärken von Fuji. Und damit kann man unheimlich viel Zeit verbringen und damit zu spielen. Und die sehen halt tatsächlich auch cool aus. Also ich mag die Looks tatsächlich. Und das ist einer der Gründe, warum ich mir immer wieder eine Fuji kaufe, weil ich diese Looks einfach so mag und sage, da kommt das JPEG aus der Kamera so raus, wie ich das einfach mag. So. Das hat sich aber nicht geändert, das ist generell so geblieben. Weißabgleich stimmt bei der Fuji immer, Hauttöne sehen immer toll aus, gerade eben kleine Kinder. Ich fotografiere halt viel meine 2-jährige Tochter, die hat da so richtig schöne rosige Haut, die sieht super gesund da drin aus, die sieht einfach toll aus da drin, noch besser als, na, genauso schön wie im echten Leben. So. Ob nun Canon oder Fuji die besseren Hauttöne hat, meine persönliche Meinung ist, bei Kindern sieht Fuji besser aus, bei Erwachsenen sieht Canon besser aus, weil erwachsene Männer will ich nicht in so einem Baby-Look haben, aber kleine Kinder schon. Aber das ist meine persönliche Präferenz. Wir reden von Nuancen und man kann das natürlich konfigurieren. Auf jeden Fall sind beide sehr, sehr gut und beide, also meiner Meinung nach, haben die besten Hauttöne. Alle anderen können sich da noch eine Scheibe abschneiden. Aber es sind nur noch Nuancen. Die anderen haben sehr nachgeholt. Gesichtserkennung funktioniert. Die ist deswegen so wichtig, weil ich habe halt echt viele, viele, viele Sucherpunkte. Ist ja nicht mehr wie früher bei einer Canon 6D mit 11 Fokuspunkten, die ich mit dem Joystick super bedienen kann, sondern ich habe sehr, sehr viele. Das heißt, ich muss immer eine Lösung finden, wie man das irgendwie gruppiert. Und jede Kamera macht das ein bisschen anders. Bei Fuji ist es so, ich kann ein Quadrat, das kann ich größer oder kleiner machen. Und das kann ich dann mit dem Joystick hin und her schieben. Oder ich kann halt die Gesichtserkennung machen, wenn ich einfach sage, gesamtes Feld und Gesichtserkennung. Das klappt auch sehr gut. Bei meinen tiefliegenden Augen nicht immer, nur bei gutem Licht. Aber bei normal flachen Gesichtern, wenn ich das so sagen darf, klappt das sehr, sehr gut. Ich habe leider keinen Tier-Augen-Autofokus, wie Sony das hat oder auch Nikon das hat. Das nutze ich sehr viel, weil das Problem ist natürlich, mein Hund hält ja nicht still. Das heißt, ich will jetzt meinen Hund fotografieren, im Moment halt noch mehr als sonst. Und dann muss ich halt immer schnell die Gruppe irgendwo hinschieben und treffe selten das Auge, weil ich zu langsam bin, weil der Hund hektisch hin und her schaut. Sie ist halt jung und lebendig. Das ist schade, dass Fuji das noch nicht hat. Ich bin mir sicher, die arbeiten da dran. Ich bin mir sicher, das wird früher oder später kommen. So, und da ich halt eben keine RAW-Dateien zeigen darf, kann ich halt nicht sagen, wie viel kann man da rausholen. Ich weiß nicht, wie final das Ganze schon ist. Auf den ersten Eindruck sieht das so aus, alles genauso wie die X-T3. Gleicher Sensor, gleiche Objektive, wird die gleichen Bilder geben. Belichtung hatte ich ein paar Mal das Gefühl bei der X-T4, dass er deutlich zu hell war. Das kann sein, dass die Software noch nicht fertig ist, kann auch sein, dass ich es falsch bedient habe. Will ich nicht ausschließen, aber war ein paar Mal so, dass ich häufig, so muss ich sagen, ich musste häufig unterbelichten mit der Belichtungskorrektur, weil ich das Gefühl hatte, die Bilder sind zu hell. Ich zeige jetzt nochmal, bevor ich zu Video wechsle, zeige ich nochmal im Video ein paar von diesen Looks, damit du ein Gefühl davon hast, weil du sie nicht kriegst. Wir schalten einfach mal um, sodass du ein bisschen Gefühl hast, wie das aussieht mit Schwarz-Weiß, Eterna und so weiter. Das ist jetzt Provia Standard. Ich halte mal Magazine hoch, damit man irgendwie ein bisschen Farbe hier hat, weil ich so schwarz-weiß gekleidet bin heute. Provia Standard. Das ist Classic Chroma, ein Look, den ich bei Fotos sehr mag. Bei Video weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal ausprobiert habe. Classic Chroma. So. Das ist jetzt der Eterna Look, mit dem ich dieses Video sonst ja auch gedreht habe. Okay. Das ist jetzt Eterna Bleach Bypass. Das ist der neue Look, den es meines Wissens im Moment nur bei der X-T4 gibt. Ja. Das ist jetzt Akros, und zwar Akros mit Rotfilter. Den Akros-Filter gibt es dann auch mit und ohne Filter, grün, gelb und so weiter. Also man kann da, wie gesagt, sehr viel Auswahl einstellen noch. Video. Video, das ist eine Kamera, die hat vor allem neue Videofunktionen. Ich habe den Bildstabilisator drin. Persönlich nutze ich den nicht zum Fotografieren, weil ich entweder auf dem Stativ bin oder Sachen fotografiere, die sich bewegen. Und dann kann ich diese langsamen Verschlusszeiten sowieso nicht nehmen. Aber fürs Film ist der bei uns sehr wichtig und für manche von euch weiß ich auch fürs Fotografieren. Ich habe halt keine Angst vor ISO. Ich kann bei der Kamera ISO doch mal ein bisschen hochreißen. Das heißt, ich kann immer eine schnelle Verschlusszeit einstellen.
Aber der ist wirklich gut, vor allem halt auch, wenn du ein Objektiv hast, das auch nochmal stabilisiert ist. Ich zeige mal diese 10, und zwar sind das zum einen Schwenks und zum anderen ist das Gehen. Und gehen einschließlich auch noch Treppenstufe. Also das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, das zu stabilisieren. Das war kein Gimbal und das ist schon fast so gut wie ein Gimbal. Also so, dass man mal schnell noch einen Schwenk machen kann. Ja, total, total, absolut ausreichend. Weil wenn du nicht regelmäßig einen Gimbal benutzt, es dauert halt, bis man den parat hat, selbst wenn man ihn mitnimmt. Also eben gerade dieses, meine Tochter spielt im Garten und ich will auch noch ein kurzes Video machen, dann gehe ich ja nicht ins Haus, hole den Gimbal, schraube die Kamera auf, mache ich nicht. Sondern ich nehme die Kamera und schwenke. Und das kann man damit wunderbar machen, das sieht toll aus. Und ich habe sehr hohe Datenraten, zwar 400 Mbits. Zum Vergleich, die Sony A7R3, mit der wir sonst filmen, hat nur 100. Das heißt, es ist wie bei JPEG: ich habe größere Dateien, ich habe mehr Puffer, ich kann die stärker bearbeiten. Wir bearbeiten in der Regel nicht oder nur sehr wenig, aber es ist immer gut, mehr Puffer zu haben. Man hat halt schnell mal über- oder unterbelichtet und dann kann ich noch ein bisschen Schatten aufhellen oder Licht herunterziehen oder sowas. Also ich habe höhere Datenmengen, das ist super. In der Kamera schon. Bei vielen anderen Kameras geht das gar nicht oder nur mit dem externen Aufnahmegerät. Kein Kopfhörerausgang, habe ich schon gesagt. Video-Autofokus ist spürbar besser als bei der X-T3. Also da ist was gegangen. Die X-T3 hatte ich mir auch gekauft, um dies hier zu filmen. Genau dies hier, mit Heterolog. Kann ich nicht machen, weil der Autofokus immer pumpt. Es funktioniert nicht, es sieht dann für den Betrachter doof aus. Und bei der X-T4 scheint das gut zu klappen. Alle Tests, die wir bislang gemacht haben, sind immer Auge wird erkannt und der sitzt immer auf mir drauf. Das ist sehr, sehr gut geworden. Also die könnte ich jetzt dafür nehmen. Audio ist auch gut. Ich habe jetzt das Mikrofon direkt in die Kamera rein. Auto, Audio, auch der Filmlook, also Auto, Weißabgleich und so weiter, halt einfach im Eterna-Look. Also so kommt es aus der Kamera raus. Slow Motion. Neu bei der Kamera ist, oder war bei der X-T3 auch schon, aber das haben andere in der Regel noch nicht so. Sony zum Beispiel hat das noch nicht drauf. Ich kann in 4K filmen mit 60p bzw. 50p. Das erlaubt mir, in 50p zu filmen und ich kann das abspielen. Das sieht so ein bisschen hyperreal aus. Ich persönlich bin da kein Fan von, aber manche machen das und schwören da auch drauf. Was ich aber machen kann, ich kann in 50p filmen und das in halber Geschwindigkeit abspielen. Oder ich kann auf HD gehen, Full HD, und kann dann halt eben in Super Slow Motion, nenne ich das mal sagen. Also ich kann dann zum Beispiel, normalerweise das Video spielen wir ab in 25p, und ich kann in 100p aufnehmen und kann es dann in ein Viertel Geschwindigkeit abspielen. In HD, nicht in 4K. Oder sogar mit 200p, das heißt in ein Achtel Geschwindigkeit. Das kann interessant sein für manche Sachen, wenn man irgendwie einen Platz voller Tauben und die fliegen so hoch, dann sieht das cool aus in Super Slow Motion. Oder ich zeige mal diese Wassertropfen. Da haben wir eine Gießkanne genommen und dann habe ich die Gießkanne ausgekippt, teilweise über die Kamera, sie ist ja wasserfest, kann ich ja machen. Und dann habe ich halt eben den Slow-Motion-Effekt und diesen Wassertropfen. Also da kann man hat kreativ mehr Möglichkeiten. Und wenn ich zum Beispiel B-Roll filme, ich will die Kamera zeigen, der Sebastian schwenkt die Kamera rum. Wenn er das versucht langsam zu machen, dann zittert er. Aber wenn er schnell macht, zittert er weniger. Das heißt, er kann eine zügige Bewegung machen. Und wir spielen das dann in Slow Motion ab und dann sieht das nachher smooth und glatt und cool aus. Wenn ich das auch in 4K mache, dann kann ich zusätzlich noch reinkroppen, ich habe mehr Möglichkeiten und so weiter. Deswegen hätten wir in der Filme natürlich alle gerne 100p in 4K. Gibt es meines Wissens nicht in irgendwie bezahlbar. Das heißt, wir müssen mit 50p leben oder weiterhin in Full HD filmen. Aber auch dann Full HD ist hier besser als bei Sony, schon deswegen, weil ich viel mehr Daten habe, ich kann höhere Datenrate haben und habe dementsprechend ein bisschen höhere Qualität, weil HD ist immer schlechter als, oder in der Regel schlechter als 4K, so muss ich sagen. Problem ist, zurzeit, aktuell kann ich das wahrscheinlich nicht zeigen, weil YouTube ja im Moment scheinbar irgendwie stärker komprimiert als sonst. Aber ich zeige mal, wie das aussieht.
Fazit. Letzter Schlusspunkt noch. Wie sage ich das jetzt? Die Kamera ist wetterfest und das Objektiv, die Objektive sind teilweise wetterfest. Vorsichtig, prüft das vor, wie wetterfest die sind. Wir haben eine Filmszene gedreht, die ich gerade gezeigt habe. Ich zeige es nochmal. Die Gießkanne kippt über die Kamera. Und daran haben wir das, was ist das, 1680 Objektiv. Das ist wetterfest und die Kamera ist wetterfest. Und danach haben wir das Objektiv sauber gemacht, die Kamera trocken gemacht, dass wir kein Wasser mehr gesehen haben, Objektiv abgenommen. Und wir hatten Wasser an dem Metallring, der halt hier dran ist. So, das heißt, da ist Wasser reingekommen von dem bisschen Gießkanne. Das kenne ich sonst so nicht. Das kann an allem Möglichen liegen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und das ist jetzt kein systematischer Test und so weiter. Ich wäre bei der Kamera also demnach ein bisschen vorsichtig mit Wetterfestigkeit. Erster Eindruck ist da, es ist nicht richtig wetterfest. Weil das war ein super einfacher Test. Um das aber noch abzuschließen, so die Seitenklappen zum Beispiel, da war keine Feuchtigkeit drin. Also es ist wirklich nur, aber was heißt nur, ist da, wo es am wichtigsten ist, irgendwie reingedrungen und von ein bisschen Gießkanne. Also nicht eine ganze Gießkanne, sondern mal einmal kurz rüber geschwenkt. Finde ich nicht richtig. So, um doch. So. Nichtsdestotrotz, Fazit, ansonsten tolle Kamera. Wenn man Fuji mag, Schlusswort wäre für mich, überleg dir, welche Objektive du brauchst und überleg dir, ob Fuji die hat, die du haben möchtest und ob sie bezahlbar sind für das, was du haben möchtest. Und im Zweifelsfall leih dir halt mal was aus, zum Beispiel bei Gearflix. Disclaimer, mit Gearflix habe ich eine Kooperation. Aber ich kriege da jetzt nichts von, wenn du bei Gearflix bestellst oder sonst halt irgendwo. Nimm sie mal in die Hand und spiel damit wirklich mal ein paar Tage rum. Liegt dir diese Bedienung? Magst du das nicht? Ich habe gesagt, eine Hassliebe. Ich liebe das manchmal und manchmal hasse ich es. Und ob die Objektive so sind, wie du das haben möchtest, such dir halt ein objektives Objektivreview, nicht von einem Fanboy. Das ist ein bisschen das Problem bei Fuji, dass viele Objektivreviews sehr schwärmerisch sind. Such dir jemanden, der es neutral betrachtet und bilde selbst eine Meinung. Habe ich an anderer Stelle schon was zu gesagt. Also mein Fazit ist, tolle Kamera, Aufpreis zur X-T3, muss man den Straßenpreis abwarten. Ob es sich lohnt oder nicht, kann ich im Moment nicht sagen. Dafür müsst ihr eine finale Software und so weiter haben, um das endgültig beurteilen zu können. Ich hoffe, das war hilfreich. So oder so mit deiner Kamera wünsche ich dir ganz viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. War jetzt auch nicht kürzer, ne? Nicht viel kürzer, ein bisschen vielleicht. Ja. Der Anfangsteil war schon deutlich. Ja, war besser. War, glaube ich, auch besser. Okay.